Ja, ich mach's wieder. Ihr habt richtig gehört, Wakes Flag spielt wieder FIFA Mobile. Aber nur, weil ich muss. Ich muss FIFA Mobile spielen, weil ihr da draußen zu ausgerastet seid. Nachdem ihr mich die ganze Zeit gezwungen habt, Madfoot zu spielen, zwingt ihr mich jetzt FIFA Mobile zu spielen. Was soll das? Ihr könnt ihr sehen, vor 3 Wochen 171.000 Klicks. Und ihr habt es wirklich geschafft. 15.000 Likes, sogar fast 16.000 Likes. Jetzt kann ich das Video auch selbst liken. So ein Ding ist das. Das heißt, ich muss heute wieder FIFA Mobile spielen. Und FIFA Mobile entscheidet mein Weekend League Team. Geil! Und da ist irgendeine Team of the Season Kampagne in FIFA Mobile, von der ich keine Ahnung habe. Und ich wette, dass wir wieder ein richtiges... Oh mein Gott! Ich glaube ehrlich, ihr schafft nicht zweimal 15.000 Likes. Nur wenn wir 15.000 Likes schaffen, kommt Part 3. Vorher werde ich dieses Spiel nicht anrühren. Ein Monat hat es auch gedauert. Mehr ein Monat hatte ich Ruhe von euch. Mein Team ist erstellt. Ihr könnt es oben sehen. FIFA Müllbeil. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, du musst Anstoß durchspielen, um das richtige Spiel freizuschalten. Habe ich nicht gecheckt. Schon 5000 Likes nach 3 Stunden. Ich würde mal sagen, Road to Part 2. Was nervst du eigentlich von der Ecke? Wenn du länger spielst, kriegst du ein krasses Team. Ich will aber nicht länger spielen. Ihr checkt es nicht, oder? Und alle Top-Kommentare sehen so aus. Okay, ich habe mein Handy in der Hand und ich bin gespannt, wie am Ende des Tages unser Team aussehen wird. Bundesliga Team of the Season. Kampagne. Ich lese jetzt nicht durch. Ich drücke einfach auf Kampagne und irgendwas passiert doch hier jetzt. Was ist das denn? Also das letzte Mal haben wir gemerkt, dass in FIFA Mobile die Packs mehr kosten als bei FIFA 23. Was für mich gar keinen Sinn macht. Wer kauft lieber Packs bei FIFA Mobile anstatt in FIFA 23? Aber vielleicht, wenn wir das Tutorial durch haben, geht das vielleicht alles ein bisschen einfacher. Wir haben auf jeden Fall irgendwelche coolen Sachen bekommen. Ein 103 Gesamt-Tot-Spieler. Oh mein Gott, den will ich haben. Abrufen. Junge, wir haben einfach ein Tot-Pack geschenkt bekommen. Wie geil ist das denn? Ich habe nie was gesagt gegen dich, FIFA Mobile. Zum Öffnen tippen. Wen ziehen wir? Wen ziehen wir? 300.000 Münzen. Aber ich will einen Spieler ziehen. Nicht 300.000 Münzen. Hä? Seit wann zieht man Münzen im Pack? Okay, Freunde, wir gehen auf den Transfermarkt. 300.000 Coins sind eingegeben und wir dürfen uns ein Spieler auf der ersten Seite aussuchen. Ich suche nach den Spielern und wir bekommen Maldini, Bellingham, Ruben Dias, Nkunku, Papin, Benzema, Karim, The Dream. FIFA Mobile und ich so. Was ist das für eine Übersicht? Dann, glaube ich, entscheiden wir uns für Karim, The Dream, Benzema. 5 Sterne Skills, Upgrade bekommen. 4 Sterne schwacher Fuß. Eine Karte mit nur 90 Plus Stats. Unglaubliche Karte. Die kaufen wir uns und die fügen wir ein. Okay, den ersten Spieler, den FIFA Müllbeil entschieden hat. Karim Benzema, Team of the Season. Ich bin zufrieden. Wir haben schon mal einen geisteskranken Torhüter. Stürmer. Wieso Torhüter? Okay, Benzema könnte bestimmt noch gut im Tor spielen. Aber im Sturm ist er nochmal viel krasser. Das heißt, wir haben unseren ersten Spieler. Und wir gucken mal, wer unser zweiter Spieler wird. Das ist die Umtauschzentrale. Hier findest du alle Boni, die du durch Tauschen erhalten kannst. Okay, geil, 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 geil. Ich will einen Tots-Momente-Spieler. Ein 106er Tots-Spieler. Ja, ja, ich will einen 106er Tots-Spieler wieder tauschen. Wie mache ich das jetzt? Das Trainingslevel wird bei einem Umtausch nicht übernommen. Bitte führe den Tausch die Was? Schnell. Ah, das sind so eine Art SBCs hier, oder was? Okay, okay, ich check, ich check, ich check. Ich habe aber keine zulässigen Spieler. Das heißt, ich kann diese SBC noch nicht abschließen. Okay, wenn ich diese ganzen Quests hier abschließe, kriege ich ein 103er Tots-Spieler-Pack. Das heißt, ich werde das jetzt alles machen. Und sobald ich es abgeschlossen habe, werden wir das Pack öffnen und das ist dann unser nächster Spieler. Los geht's. Ich habe bereits die ersten 2 Challenges abgeschlossen und nochmal 300.000 Münzen erspielt. Als nächstes spielen wir um 500.000 Münzen. Damit können wir uns gleich schon dicke Packs kaufen. So, Freunde, jetzt müssen wir nur noch ein Set im Shop öffnen und dann kriegen wir den 103er Tots-Spieler. Oh mein Gott, ich bin hier gerade mal auf den Transfermarkt gegangen. Guck mal, was es für krasse Karten gibt. Wie krass sieht Maldini aus? Wie krass die Jairzinho aus wie... What? Was sind das für Karten? Junge, zeig mal diesen Cristiano Ronaldo. Junge, zeig mal diesen Ronaldinho. Eieieiei. Okay, 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 okay. Was sind meine Spieler? Ah, die sehen jetzt nicht so cool aus. Aber ich könnte Haaland für 500k kaufen. Ich habe ihn noch schon. Bevor wir jetzt aber das 103er Tots Pack öffnen, öffnen wir erstmal dieses Pack. Und da sehen wir natürlich, dass wir hieraus nochmal 500.000 Coins bekommen. Das machen wir jetzt nochmal genauso wie bei Benzema. Das heißt, das ist jetzt unser zweiter Spieler. Wir sind auf dem Transfermarkt. 500.000 Coins sind eingegeben. Wir drücken Dreieck und wir kriegen... Oh... Fernandes, Enzo, Lucio, Ruben Dias, wieder Benzema, nochmal Lucio und das als 1,7 Millionen Trophy Titan Icon, beziehungsweise Hero, Lewandowski, Tots, Cap de Villa, Bernardo Silva, Ronaldinho und Mané. Für wen würdet ihr euch entscheiden? Ich weiß, für wen ich mich entscheide, denn wir wollen auch... richtig, defensive Spieler haben und deswegen haben wir uns Lucio, World Cup, Trophy Titan, Hero geholt.
Wow. Ich glaube, das wird heute ein geisteskrasses Team, das FIFA Mobile mir zulost. Hilfe. Und jetzt kommt das 103er Tox Pack. Hier seht ihr es. Wir haben alle Quests abgeschlossen und können das Pack abrufen. Das ist das Pack. Tots Bundesliga Tagesquest abgeschlossen. Ich öffne das Pack und ich ziehe wen? Bundesliga Credits? Clayson? Wer ist Clayson? Der ist 5,5 Millionen wert, aber ich kenne den nicht mal. Wer ist zur Hölle Clayson? Gibt's den überhaupt in FIFA? Junge, was tut ihr mir an? Ich hab die ganze Zeit geschwitzt, um diesen Typ hier zu bekommen, oder was? Clayson! Der hat 103 in FIFA Mobile und 83 in FIFA. Ist das krank. Und dann ist er sogar so viel wert, dass der nicht mal verkauft wird. Das heißt, wenn ich ihn jetzt kaufe, kriege ich ihn nicht mehr verkauft und muss ihn discarden. Aber naja, das sind die Spielregeln. Und ich hatte ihn sogar schon im Verein. Ist das ein Bruch? Warte. Auf die Transferliste. Wieso habe ich den Typen im Verein? Als ob. Ich habe den wirklich im Verein. Woher? Ist der Untrade oder Trade? Junge, und aus dem Grund wollte ich FIFA Mobile nicht spielen. Weil ich eigentlich immer solche Spieler bekomme. Ich glaube, Benzema und Lucio waren jetzt Glück. Der Mann ist wirklich untauschbar in meinem Verein. Und der Mann wird heute nicht auf Chemie kommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Vielleicht kriegen wir noch Ibrahimovic oder so. Ich glaube, der hat eine Special-Karte in FIFA. Wir tun den Mann mal auf die rechte Seite und schauen, wer der nächste Spieler wird. So, die Quests haben echt lange gedauert. Ich muss mir jetzt was anderes raussuchen, was ein bisschen schneller geht. Gibt es nicht geile Shop-Packs oder so? Ich habe doch 1,3 Millionen jetzt. Wo ist der Shop? Wo ist der Shop? Ich check nicht, wo der Shop ist. Einfach auf Coins drücken. Vielleicht? Ja, da ist der Shop. Und was kann man sich hier jetzt kaufen? Es gibt genauso wie in Madfoot einfach Packs, wo man sich Werbung reinziehen muss und dann kriegt man die Packs. Ich mache das jetzt einfach kurz. Aber ich... Oh, bitte gib mir keine schlechte Werbung. Gib mir kein... Junge, was... Nein, egal. Wir skippen. Okay, ich habe mir jetzt irgendeine Müllwerbung reingezogen, habe ein Item-Pack bekommen und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Es fehlen noch 10 Abonnenten, Freunde. Dann haben wir die 952.600 Abonnenten. Lasst alle ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wir sind einen guten Schritt weiter zu der 1 Million. Let's go, wir öffnen das Pack. Und wen ziehen wir? 5.000 Münzen? Dafür habe ich mir jetzt eine Werbung reingezogen. Für 5.000 Münzen und man hätte De Bruyne, man hätte Messi, man hätte Mbappé. Ne, wir haben die jetzt gezogen. Wir haben De Bruyne, Messi, Mbappé, Benzema, Lever, Ronaldo, Van Dijk, Salah, Neuer und Courtois gezogen. Einfach dafür, dass wir eine Werbung angeguckt haben. Hä, wie cool. Okay, dann haben wir jetzt einen geisteskranken Stürmer, glaube ich, neben Benzema stehen, oder? Ja. Das waren alle Spieler, die wir gezogen haben. Sogar Neymar ist da noch drin, aber in Rot. Ich will den lilanen Mbappé. Den nehmen wir uns jetzt. Den Mbappé nehmen wir uns jetzt mit. Wir wechseln mal ganz schnell in die 4-4-2-Formation. Junge, was ein krankes Pack. Einfach Mbappé gezogen, dafür, dass ich mir eine Werbung angeguckt habe. Stellt mal vor, das wird hier in FIFA gehen. Ich gucke mir eine Werbung an, ziehe ein Pack und ziehe einfach Mbappé. Junge, hätten wir alle kranke Teams. Okay, ich habe auch so ein krankes Team, aber ihr da draußen hättet dann krankere Teams. Langsam gefällt mir FIFA Mobile. Besser als Madfoot auf jeden Fall. Oha, UCL Gratis Pack. Let's go. Was können wir daraus ziehen? Adeyemi können wir sogar ziehen. Boah, Adeyemi wäre geil. Wir ziehen dieses Gratis Pack. Machen das auf. Bitte keine Coins, bitte den Spieler. Abschluss. Schießen. Zweiter Stürmer. Wie? Was habe ich jetzt gezogen? Hä? Kann ich mir jetzt wieder hier einen aussuchen, den ich haben will? Ja, dann nehme ich Ansgar Knauf ist da sogar drin. Dann nehme ich Adeyemi mit. Adeyemi, easy, freie Auswahl, for free, Adeyemi. Gut. Das ist so wie ein Player-Pick sozusagen, ne, wo man sich dann einen Spieler aussuchen kann. Ist das geil. Adeyemi, kann der links Flügel? Nein. Mittelstürmer und Stürmer kann der. Gibt es eine Formation mit drei Stürmern? 4-3-1-2 vielleicht? Denn ich glaube, Benzema kann vielleicht ZOM oder so. Zeig mal her, Benzema. Kannst du ZOM? Nee, die können alle nur MS und LF. 4-3-2-1. So kommen die alle auf Full Chemie. So kommen die alle auf Full Chemie. Wenn ich Benzema jetzt noch MS mache, passt das. Jetzt haben wir unseren Angriff. Und Lucio linkt zu Adeyemi. Das ist das Geilste an der ganzen Sache. Junge, ich bin zufrieden. Wir brauchen noch ein paar weitere Spieler. Was kriegen wir noch? Hier gibt es kein Gratis-Pack. Gibt es hier ein Gratis-Pack? Hier gibt es ein Gratis-Pack. Und das ist wieder bestimmt mit so einem Player-Pick. Gratis-Pack öffnen. Gratis-Pack antippen. Und Gratis-Pack wird mitgenommen. Torwartrang. Und das sind die Spieler, die wir zur Auswahl haben. Da ist ja nur Müll dabei. Angezeigte Items dienen nur Beispielzwecken. Keines dieser Items ist garantiert. Das ist gar nicht das, was wir bekommen haben. Das ist gar kein Player-Pick.
Das sind nur die Sachen, die man ziehen könnte. Und ich habe irgendeinen Müll draus gezogen oder was? Warte mal. Wenn ich jetzt auf Miranda klicke, habe ich ihn dann? Trainieren. Ich habe den gar nicht. Wie? Ich verstehe. Ist das scheiße. Okay, wir gehen jetzt aufs Team of the Season Event. Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Quests, die wir machen können, um irgendwelche geilen Karten zu bekommen. Tots Collection. Wow! Rodrigo, 112. Was gibt's noch? Wie geil sehen diese Karten aber aus? Wieso sehen die Karten hier geiler aus als an der Konsole? Ich glaub's nicht. Ich will diesen Rodrigo haben. Was muss ich dafür machen? Was muss ich dafür tun, um diesen Rodrigo zu bekommen? Den will ich haben. Ich will den haben. Ich will den mir erspielen. Was muss ich machen? Helft mir bitte! Wir müssen hier irgendein Training abschließen, um diese Karten erspielen zu können. Okay, ich mach das kurz. Das ist das Bundesliga-Team of the Season. Bellingham 112, Kimmich 112. Ja, mehr konnte ich nicht lesen. Schnell, pass, zack. Guck mal, wie gut ich in dem Spiel geworden bin. Ich sprinte vorbei. Ich knall den oben rechts im Winkel. Bam, 1-0. Und dafür haben wir jetzt schon ein Pack bekommen. Kriegen wir jetzt Dings? Rodrigo? Zeig mal her. Tots-Icon-Token. Vielleicht können wir jetzt ein Tots-Icon-Pack öffnen. Ja, ja, ja. Tots-Icon-Pack öffnen. Für 12 Euro? Wie sehe ich aus, als ob ich jetzt 12 Euro auflade? Niemals. Aber dann würde ich Henri bekommen, glaube ich, wenn ich diese 12 Euro aufladen würde. Warte mal, vielleicht geht's auch kostenlos. Boah, und das ist das andere Tots mit Rodrigo Bernardo. Jetzt kann ich mir gleich Rodrigo erspielen. Krank. Ich muss hier das Game gewinnen. Eine Halbzeit muss ich kurz spielen, Freunde. Ich rasiere den kurz. Komm, ich den rasiere. Ich sprinte einfach durch. Einfach mit Haaland durchsprinten und der kommt gar nicht hinterher. Haaland ist Linksfuß. Bam! 1-0. Ihr seht, was für ein Profi ich bin. Guck mal, wie gut. Guck mal, ich bin wieder durch. Haaland, boom! Und schon steht's 4-1 für Wakesflakes. Rodrigo gehört uns. Freunde, jeden Moment ist Abpfiff. Wir haben das Game, glaube ich, 7-1 gewonnen. Außer wir machen jetzt noch einen Pass und noch ein Tor. Geh vorbei. Steilpass. Er pfeift ab! Junge, die Schiris pfeifen genauso Müll ab wie in der Weekend League. Egal, wir haben 7-1 gewonnen. Das heißt, Rodrigo haben wir uns jetzt verdient. Erfolg, du hast das Spiel gewonnen. Ja. Wo ist Rodrigo? Gib mir mein Rodrigo! Tots Token Pack. Ja. Wo ist er? Da ist er. Unten rechts erscheint er jetzt. Da ist er. Hä? Mein Rodrigo ist weg. Nein, mir so egal. Ich habe das Spiel 7-1 gewonnen. Ich habe mir meinen Rodrigo verdient. Wir haben gesagt, das Spiel geht um Rodrigo. Wenn FIFA Mobile uns den nicht gibt, holen wir uns den selbst in FIFA. Ich bin ehrlich, den habe ich mir verdient. Und deswegen zeigt er auch sein Real Madrid-Wappen. Und er weiß, dass er hier ins Team gehört. Mit Benzema zusammen. Mit Mbappé zusammen. Mit Adeyemi. Und wie sie alle heißen. Er kommt auf die rechte ZM-Position. Und da spielt er heute sein Spiel. Aber warte mal ganz kurz. In den Top-Kommentaren stand doch, wenn ich das Tutorial fertig habe, kriege ich geisteskranke Packs. Wo sind diese geisteskranken Packs? Ich sehe davon nichts. Könnt ihr mich mal aufklären? Muss ich Division Rivals zocken oder was? Boah, wenn ich 15 Quests abschließe, kriege ich hier zum Beispiel geile Karten. Ich habe einen Shop gefunden. Wo man irgendwelche Sachen holen kann. Kann man da auch irgendwelche Packs mit Coins aufmachen? Weil ich habe schon 1,5 Millionen Coins. Jetzt ein Pack mit Coins aufmachen wäre auf jeden Fall geil. Nö, scheinbar nicht. Tots? Geh mal auf Tots. Oh mein Gott, für 1000 FIFA-Points kann ich mir einen Tots oder Icon-Spieler holen. Und da sind diese krassen Karten drin, die ich eben auf dem Markt gesehen habe. Ich mach's. 12 Euro! Angebot kaufen. Hat's geklappt? Freunde, ich tu's. Ich kann nicht widerstehen, wenn ich diese Karten da unten sehe. Ich kaufe dieses Pack für 12 Euro. Warum mache ich das? Ich wurde abgezogen. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich wurde abgezogen. Dein Kauf war erfolgreich. Wo ist das Pack? Hier ist das Pack. Item Pack. Gib mir Henri. FIFA Points. Ach so, jetzt kann ich das öffnen, oder was? Das war noch gar nicht das Pack. Jetzt kann ich das Pack öffnen. Pack Luck. Oh mein Gott, wer bist du denn? Lapadulabos. Ich will nicht Lapadulabos für 12 Euro. Ich wollte Henri haben. Diesen 115er oder diesen Nesta. Was ist das denn für eine Abzocke? 12 Euro für Lapadulos? Lapadula. Der hat einen 82er Inform. Leute, macht mir nicht nach. Macht das niemals nach, ne? Freunde, ich meine das ernst, macht das niemals nach. Ihr seht, was dabei rumkommt. Wir kriegen irgendeinen Stürmer, der ein 82er Rating hat, der hier irgendwie auf Rechtsverteidiger heute spielen muss. Und ich habe dafür einen 12er bezahlt. Was? Freunde, ich traue meinen eigenen Augen nicht, ne? Wir gehen wieder rüber. Ich mache das nie wieder. Ich habe nicht gerade ernsthaft einen 12er in dieses Müllgame gesteckt, oder? Wow, wir haben hier gerade irgendein gratis What-If-Pack. Das ziehen wir lieber. Da gibt es Walker zum Beispiel.
Mal gucken, ob man da Packluck hat, aber ich glaube, diese App ist sowieso komplette Verarsche. Man kriegt ganze Zeit nur so Müll. Diese Karten, die da rechts an der Seite sind, zum Beispiel Walker, die kann man daraus gar nicht ziehen. Die locken einen nur. Die locken einen nur, um, damit man dann auflädt, so wie ich eben. Freunde, ich habe 1,5 Millionen Coins. Wir gehen auf den Markt und wir kaufen uns den Spieler, den wir uns leisten können für 1,5 Millionen in FIFA 23 nach. Maximal Wert 1,5, 1, 2, 3, 4, 5. Hallo? Hä? Was ist das denn? Achso, das ist Bewertung. Der günstigste Spieler, der auf dem Markt ist, ist Kingsley Coman für 90 Millionen. Und ich habe gerade 1,5 Millionen. Wie soll ich mir da überhaupt irgendjemanden kaufen? Ah ne, hier sind noch günstigere. Hä, ich habe doch sortiert nach den billigsten Spielern. Wo ist denn einer für 1,5 Millionen? Gibt es überhaupt irgendjemanden für 1,5 Millionen? Dann machen wir es anders. Ich mache jetzt die Augen zu, ich scroll einmal richtig stark durch und ich darf mir genau den hier aussuchen. Ich habe auf niemanden gedrückt. Wir machen das nochmal. Ich scroll. Ich klicke auf den rauf, auf den rauf. Jetzt muss es doch geklappt haben. Lothar Matthäus. Ihr seht den Cursor. Der ist auf Lothar Matthäus. Das heißt, Lothar Matthäus ist random unser nächster Spieler. Das ist so wichtig. So ein geiler Link für Adeyemi, ne? Und das Geilste an der Sache ist, Lothar Matthäus sitzt bei mir schon hier im Team. Erstbesitzer, untauschbar. Hatte ich mal in einem Icon Pack. Und Adeyemi ist auf 2 Chemie. 3 Spieler fehlen uns noch. Let's go. Die Marktpreise sind ja so überteuert. Wie soll ich mir da jemals jemanden leisten? Ich check's gar nicht. Oh mein Gott, guck mal, was wir beim Star Pass alles eingesammelt haben. Wir haben einen 100-Plus-Tot-Spieler und noch einen 100-Plus-Tot-Spieler. Alle einsammeln. Das sind die nächsten 2 Spieler, Freunde. Diese Packs entscheiden die nächsten 2 Spieler. Let's go. Let's go. 100.000 Münzen. Schön für dich. Juckt mich nicht. Juckt mich auch nicht. Juckt mich auch nicht. Zeig alle her. Oh, Moukoko und Onyedika. Moukoko ist big. Dann haben wir einen Perfect Link zu Adeyemi und Onyedika. Weiß ich nicht, wo der spielt. Moukoko, habe ich den schon im Verein? Nein. Hat Moukoko Special-Karten in FIFA? Nein. Aber er hat eine Silberkarte, die 84 Tempo hat. Und die ist auch nicht schlecht. Die kaufen wir uns und tun wir auf die Linksverteidigerposition. Okay, der hat ja gar keinen Chemiepunkt zu Adeyemi, weil er Off-Position spielt. Wir haben noch keinen Torwart. Oh, oh. Was hat dieser Onyedika? Der hat auch keine Special Card. Hat der auch nur eine Silberkarte? Ja, für 200 Münzen. Eine Silberkarte für 200 Münzen. Die wir jetzt... kann der wenigstens ZM spielen? Obwohl, bringt ja auch nichts. Der hat ja auch nicht viel mehr Chemie, weil er aus einer falschen Liga kommt. Okay, das Team sieht echt scheiße aus. Wir haben so viele Spieler ohne Chemie auf den falschen Positionen. Wir haben 10 Chemiepunkte. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Oh no. Und ich sehe schon, komm, ich kriege keinen Torhüter. Ja, ist doch klar. Was muss ich machen, um den nächsten Spieler zu bekommen? Ich muss bis Level 15 leveln. Wie schaffe ich Level 15? So, Freunde, ich habe mir jetzt online einen Clip rausgesucht, wo jemand ein Team of the Season Pack in FIFA Mobile gezogen hat, weil ich check nicht, wie ich die bekomme. Brasilien. LM. Arsenal. Und so sieht das Ganze dann. Junge, wieso habe ich nicht solche Packs? Wie cool. Gabriel Martinelli. Tschüss. Das heißt, Gabriel Martinelli ist jetzt unser Torwart, oder was? Gabriel Martinelli. Habe ich den? Nein. Kann ich mir den leisten? Ja, 400k. Leute, ihr müsst mir ernst auf die Sprünge helfen. Ihr müsst mir ernst nochmal auf die... Ich habe doch extra geguckt, ob ich den hatte. Und ich hatte den schon scheinbar. Hä? Wir haben doch eben zusammen gemeinsam geguckt und ich hatte den nicht. Und jetzt habe ich den doch. Ohne Sinn. Zeig mal her. Wahrscheinlich, weil Torwart hier noch eingestellt war, ne? Ja, ich habe Martinelli Tots. Natürlich habe ich Martinelli Tots. Aber helf mir mal auf die Sprünge, wie ich diese geilen Tots-Packs bekomme, ohne die kaufen zu müssen. Für, weiß nicht, 12er oder so. Mit dem Team, meine Damen und Herren, gehen wir jetzt in ein Game. Danke für nichts, FIFA-Müllbeil. Wir haben unseren Gegner gefunden und ich frage mich, was er sich denkt, wenn er sich jetzt mein Team anguckt. Er sieht da irgendwelche Spieler, Gabriel Martinelli im Tor. Er sieht ganz komische Sachen. Auf einmal sieht er da aber trotzdem Mbappé-Totti. Dann sieht er da auf einmal Benzema-Tots. Oder sieht er da wieder einen Moukoko auf Rechtsverteidiger und so. Der ist doch full verwirrt locker. Aber weißt du, warum er noch verwirrt ist? Weil Benzema da einfach durchgeht, in die Mitte spielt und Adeyemi den Laufweg sieht und macht und das 1-0 in der zweiten Spielminute macht. Leute, Papa Lucio regelt das mit Schellen. Guck, sage ich doch, Papa Lucio ist da. Lucio, du bist doch der Verteidiger, auf den ich zähle. Ja, normal hält er den nicht. Der ist ja auch kein Torwart gewesen vom Ding her. Lucio, bitte. Jetzt verliere ich hier. Oh mein Gott, Martinelli. Merkt das gerade echt, wie scheiße meine Abwehr eigentlich ist. Aber dafür ist mein Sturm umso besser. Wie? Mbappé Totti macht den nicht. Flanke, Kopfball, Tor. Dann macht er den halt so. Zack.
Geh durch. Kylian Mbappé. Ey, der macht die Dinger nicht rein. Warum? Lucio, guck mal meine Abwehr. Guck mal, wie die steht. Junge, ich hab nicht meine Abwehr. Ey, die sind einfach nicht da. Die sind einfach nicht anwesend. Nur Lucio war in der Verteidigung. Alle anderen waren irgendwie vorne. Sind ja aber auch Stürmer. Ist ja normal, dass die dann vorne chillen. Nein. Nein. So lucky geht er das erste Mal hier in Führung. Malen nach Zahlen. So, sehr schön. Sehr schön. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen und das Tor diesmal machen. Ja, ist aber auch krass, ne, Junge. Ja, Lothar Matthäus, so wichtig. Und Mbappé ist weg. Der ist weg. Mach ihn. Oh, Elfmeter. 4-4, wenn ich den jetzt reinmache. Elfmeter, Karim Benzema, oben links im Winkel. Bitte. Geil. Ja, wir können wieder in Führung gehen. Benzema, bitte. Benzema, bitte. Benzema, bitte. Forward moven. Ja, das bringt aber auch gar nichts. 5-5. Jeder Schuss ist halt bei ihm ein Treffer. Das ist das Problem. Das ist das größte Problem an der ganzen Sache. Aber sowas ist auch ein Problem für den Gegner. Sowas ist auch ein Problem für den Gegner. Denn Wakesflex hat die Anstoßglitches drauf. Schön. Und der ist weg. Und der ist weg. Und jetzt haben wir 2 Tore Vorsprung. Das sollte es gewesen sein. Freunde, das Spiel ist aus. 7-5 gewinnen wir das Ding. Sehr, sehr wichtig. Das FIFA Mobile Team war komplett Müll. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir dieses Spiel spielen müssen. Weil ich check nicht mal, wo ich die Packs herbekomme. Ich hoffe echt, ihr schafft die 15.000 Likes nicht. Lasst trotzdem kostenlos Abo da, Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen. Peace.